Guten Abend, liebe Horrorfreunde, und willkommen zu einer weiteren Runde Amnesia. Sorry, dass das so lange gedauert hat, aber YouTube spinnt bei mir ein bisschen rum. Ich kann keine Videos hochladen und vielleicht muss ich auch das über jemand anderen hochladen. Und Drache wollte auch lange Zeit nicht und hat ein bisschen rumgemeikert. Aber wir sind jetzt wieder dabei. Und ja, ich habe jetzt wieder genug Bier zu Hause und deshalb geht's fröhlich locker weiter mit einem Amnesia. Und Drache ist auch wieder mit von der Partie. Sag mal Hallo, Drache. Hallo. Ja, wir sind gerade in der Raffinerie. Jetzt sind wir da durch und... Ja, ich warte jetzt einfach nur noch auf Drache und hoffe mal, dass er einfach möglichst laut schreit, dass wir das irgendwie mit einbauen können. Ansonsten heißt es erstmal warten, bis Drache erstmal da ist, wo ich bin. Aber du musst das Monster noch suchen, was draußen rumläuft. Das hast du auch nicht gesucht. Nein. Hallo, ich war alkoholisiert, also. Es hätte ruhig kommen können, ich hätte es umarmt. Ja. Ich bin immer noch der Meinung, dass sie eigentlich total freundlich sind und einfach nur Liebe brauchen. Boah. Ja, Junge, beruhig dich. Geht deiner gerade ab, oder was? Ja, ich bin bei der Stelle, wo du damals gesagt hast, der ist besoffen als du. Ja. Ich soll ihm nicht bleiben. Aber mein Öl geht bald aus. Ja, und da ist es aus. Dann zünd eine Kerze an. Ja, wenn ich mal die Zünderbüchse aufnehmen könnte. Ist im Dunkeln ein bisschen tricky, ne? Mein Typ geht einfach gerade ab, der ist so zittrig. Beruhig dich, Junge. Ich will hier weiter zocken. Es ist alles gut, es ist alles nur Einbildung. Es gibt gar keine Monster. Nein, in der Mesa gibt es keine Monster. Schon. Das einzige Blöde, ich habe jetzt wieder kein Öl. Toll. Und mein Charakter ist gerade total freaky drauf. Ja, geistiger Zustand, Punkt, Punkt, Punkt. Sehr toll. Ideale Voraussetzungen zum Weiterspielen. Bleib mir erstmal nicht stehen. Ich drehe mir jetzt. Oh Mann, wieso bewegt sich denn die Flasche da auf dem Boden? Komm schon, spiel ein bisschen mit der Physik, dann geht's dir wieder besser. Hui, ich kann Flaschen werfen, mir geht's geil. Schon. Ich hab total vergessen, dass ich in einem total abgefuckten Schloss bin und wo Monster sind und ich Einbildung habe. Ja. Hauptsache, ich habe eine Flasche zum Werfen, die rollt. Alter, dieses Zittern nervt irgendwie. Ich fand's lustig. Ich find's nervig, wenn man nichts aufnehmen kann. Okay, ich räume jetzt mal die Kisten weg. Ah! Oh! Ah, fuck, ich dachte gerade, das wäre ein Monster, aber es war nur dieser blöde Schleim. Ja, dann sag mal Bescheid, wenn wir auf 3 das Tor öffnen und da reingehen. Ja, jetzt bin ich in den Raum. Jetzt alles rot, aber ich habe wieder komplett Öl. Das freut mich. Wie öffne ich denn die Luke? Per Hand ist sie zu schwer, um sie anzuheben. Was blockiert die Kurbel und die Rolle? What the fuck? Was blockiert denn die Kurbel und die Rolle? Frage ich mich auch gerade. Luke ist so schwer mit der Hand anzuheben. What's... LOL! Das
Sie steckt fest. Etwas blockiert die Kurbel und die Rolle. Okay, was hat er jetzt aufgeschrieben? Notizen. Nicht Notizen. Mit dem Seil lässt sich die Luke nicht öffnen. Etwas muss die Rolle blockieren. Okay, was blockiert die Rolle? Ah, ich sehe es da oben. Da oben an der Wand hängt ein Stab. Aha, und wie bekommt man den da raus? Anfassen und wegziehen. Ich kann ihn nicht anfassen. Juhu, ich habe die Rolle hochgemacht. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Okay, also die Luke ist offen. Soll ich runterspringen? Jojo, mach mal. Ah. An, so kann ich jetzt nicht runterspringen. Muss ich nochmal kurbeln. Ah, echt? Ah, nee, jetzt kann man bestimmt die Luke irgendwie höher machen, oder? Nee, auch nicht. What the fuck? Kannst du auch gerade nicht runterspringen? Ich glaube, man muss sich ducken, oder? Ja, ducken muss man sich. Ah, blöder Schleim. Au. Das ist doch schön. Hier ist es wenigstens hell. Hier ist überall Schleim. Wow. Ich glaube, jetzt kommt diese verdammte Wasserziehung. Na, Archiv. Wenn die kommt... So, wenn die kommt, dann mache ich jetzt Schluss. Ey, wir haben vielleicht maximal 3 Minuten Material oder so. Kannst jetzt nicht Schluss machen. Ja, dann spielst du halt alleine weiter. Oh, du bist aber des Teufels. Keller, Arika. Bei mir ist alles dunkel. Dann nimm deine Lampe. Also die Kellerarchive sehen doch schön aus. Okay, jetzt ist bei mir auch alles dunkel. Ja, und das Archiv ist zu. Und es ist unter Wasser. Oh fuck. Ich weiß, was kommt. Das, was ich gesehen habe, also was wir... Ja, dieses blöde Monster, was einem tötet, sobald man... Oh fuck. Darauf habe ich jetzt wirklich keinen Bock. Wir wieder nach einer kurzen Pause. Wir sind hier in den Katakomben mit einer Wasserwaffe und Wolfi ist jetzt auch noch mit am Start. Hallo. Es ist Halloween, es ist dunkel, draußen stürmt. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Wo müssen wir jetzt hier hin, Jungs? Und du hast mich nicht angekündigt. Du bist doch eh immer da. Ach du Scheiße. Was macht man denn gegen dieses Monster? Also das geiert ja hier überall rum. Und ja, gar nichts. Auf die Kisten springen. Mehr kannst du nicht tun. Muss ich nach vorne oder den kleinen? Ich bin daneben gesprungen. Oh Mann, Mann, Mann. Und sofort einer auf die Backen gekriegt. Boah, Alter! Das ist doch Crap! Auf die nächste Kiste kann ich nicht springen. Ja, wo soll ich? Kurz durchs Wasser. Ja, klar, ich glaube, kurz durchs Wasser, wenn er dieses Monster rumschwimmt. Oh. Der, das soll sich mal verpissen hier. Geh weg! Ich mag dich nicht. Wasserratte, hau ab. Ah! Scheiß Monster, hätte mich fast erwischt. Warte, seid ihr. Oh, das ist hier in den kleinen Raum. Du bist nur in den Raum gekommen. In welchen Raum bist du gerade reingekommen? Der daneben war nicht mehr. Was macht denn das jetzt hier? Wie bist du da reingekommen? Hier sind ja überall Monster. Ja, das ist was eins. Muss was warten. Irgendwas macht jetzt der Hebel hier, aber ich weiß nicht was. Da hinten. Mann, ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Das ist so scheiße. Ich werf mal ein Buch nach dem Monster, vielleicht verschwindet es dann. Ah, das erwischt mich immer. Also, das bleibt, also, das läuft nicht weg. Das funktioniert ja gar nicht, sondern bleibt immer schön an seiner Stelle stehen. Ja, ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie ich jetzt hier rauskommen soll wieder. Das verfolgt mich halt einfach. Ist das ein Zeitschalter? Wolfi, ich habe eine gute Sache gefunden. Wirf einfach mit Gegenständen, dann. Wird das Monster kurz abgelenkt, dann kannst du weitergehen. Hey Leute, ich glaube, das ist ja geil. Ich glaube, Leute, das ist ein Zeitschalter. Wir müssen irgendwie aus Zeit hier wieder raus. Ja, du hast recht, dieses Geklicke klingt sehr nach Zeit. Dann besorge ich mir mal eine Bibel. Oh, eine Bibel. Damit schmeißt man noch gerne nach Monster.
Okay, also, da vorne ist eine Tür. Die ist zu, lass mich raten, ne? Also ganz ehrlich, mein Monster lässt sich überhaupt nicht beeindrucken. Und es greift mich an, obwohl ich auf einer Kiste stehe. Also ich habe hier ein schweres Tor entdeckt, dachte, da komme ich endlich frei, aber nein, das Tor lässt sich nicht bewegen. Ja, weil du den Zeitschalter aktivieren musst. Welchen Zeitschalter? Der in den kleinen Raum ist. Das muss wieder zurückgehen. Was? Nein! So. Gott, ja, es gibt einen Öffnungsmechanismus. Oh, fick dich! Ja, das ist auch noch ein Zeitschalter, wie Twilight schon sagte. Ja, Kruzifix, dieses Monster ist wirklich ganz, ganz diese Kiste hier. Ah! Das wilde Monster hat mich gerade erwischt. Na doch, jetzt rennt er noch hinterher. Meine Chance ist hier. Bei mir leider nicht, aber. Ah, oh Gott, ich muss durchs Wasser. Boah, ja, ganz auch. Knapp. Muss jetzt, ganz wo knapp. Ist das Tor? Wo ist das Tor? Ich seh's nicht. Ah, das ist ein Monster. Scheiße, wo ist das? Wie schnell es einfach ist. Sag mal, Jungs, lauft ihr eigentlich mit der Laterne herum oder? Ja. Okay. Wo ist das Tor? Ich seh das Tor nicht. Ey, das krieg ich doch zeitlich nie und nimmer gebacken, Leute. Alter, was soll das? Nein, es geht zu, kurz vor mir! What the fuck? Nein! Und da steht das nächste. Ey, wie soll man das denn schaffen? Boah, wo ist denn dieses blöde Tor? Ja, du musst ganz nach rechts durch, das ist total bescheuert. Wo ist denn der scheiß Schalter? Spring, du Sack! Mann, wo ist der Dreckschalter? Mann, wie oft sind noch am Anfang? Auch da hinten. Das Monster hat mich, es hat mich. Das Monster liegt mir voll auf die Gelenke. Total. Achso, wenn man laufen tut und springt, also wenn man läuft und springt, dann kann man weiterspringen, ne? Den schafft man auch. Okay, gut, also ich kann jetzt wieder zurücklaufen, denn das war eindeutig zu langsam, meine Aktion hier. Ja, meins auch. Aber das ist mit dem Tipp mit dem Springen, das ist schon mal sehr gut, weil ich glaube, das war schon mal ein großes Problem, dass ich eben nicht weiter. Raum war einer schon mal da drin, ne? Ja, fuck. Ich komme nicht mehr hoch auf die Kiste. Oh Gott, ich hab's geschafft. Ich bin durchs Tor gekommen, aber da ist ja noch eins. Oh. Ja, wie bist du da durchgekommen, bitte? Ich bin einfach nur gerannt, also von Kiste zu Kiste gerannt sozusagen. Ich muss sagen, mit Rennen geht's dann doch relativ besser. Leute, ihr könnt ja nicht vor mir sein überall. Ich muss wieder zurück, also. Aber nein, verdammt, wir kommen auf die Kiste rauf, lauf! Scheiße, das Monster frisst da irgendwas. Was soll das? Das wollte uns nicht. Gott, mein Öl ist fast alle jetzt hier wegen dem Scheißdreck, Alter. Ja, ich mache immer nur das Licht, wenn ich es gerade wirklich brauche. Und ansonsten, glaube ich, hat man echt ein Problem. Alter Monster, nimm den scheiß Arm und lass mich in Ruhe. Ich muss mich beeilen. Oh, jetzt lauf. Lauf, ich komme nicht hoch. Oh. Ich bin genau durch. Scheiße, da ist noch ein Tor. Und da ist ein Rad, das man erstmal. Oh, nein, ich verdammt. Fick dich, hau ab. Hau ab, Alter, spring doch auf die Kiste, Junge. Spring auf die Kiste, Junge. Oh, das scheiß Monster frisst den Köder nicht. Was soll das? Ja, meins labt sich gerade an meinem Arm oder vor so. Auf da. Oh Gott, spring doch. Oh, ich hab's geschafft. Hast du auch so auf die Fresse gekriegt wie ich? Ja, die Arme und Beine sind, glaube ich, recht wichtig. Du musst es füttern. Scheiße, was soll das? Gut, komm mal hier, Monsterchen, komm mal hier. Fick dich! Fick dich, Alter! Boah! Ja, ich kann das nicht drehen, dieses Rad, und deswegen hat mich das Monster fast gekillt gerade.